Schau mal, du hast das Luftdrucksystem nicht angeschlossen. Keine Sorge, ich aktiviere die Zusatzbremse. Dewey! Du steigst nicht aus, Mann! Ein mit Chemikalien beladener Schwertransport verwandelt sich in einen hochexplosiven Geisterzug. In Unstoppable, außer Kontrolle, müssen Oscar-Preisträger Denzel Washington und Jungstar Chris Pine über sich hinauswachsen. Was hast du denn vor? Wir fahren jetzt wieder zurück aufs Hauptgleis und dann rückwärts hinter ihm her. Man kann eine so gewaltige Kraft nur aufhalten, wenn man sie am Schwanz packt. Bumm! Festhalten und zurückreißen. Wir können ihn nicht so einfach einfangen. Wenn er entgleist, entgleisen wir auch. Darauf kommt es nicht an. 100 Minuten haben Frank und Will, um den führerlosen Stahlkoloss zu stoppen. Ein erster Arbeitstag der extremeren Sorte. Und Rangiermeisterin Connie bleibt nur die Zuschauerrolle. Wir haben etwa 60 Meilen drauf, Connie. Wie bitte? Frank, ich verstehe nicht. Wir verfolgen gerade euren Zug. Die Kupplung am letzten Wagen war offen. Wenn wir ihn einholen, können wir ihn an unsere Lok anhängen und 777 abbremsen. Frank, das geht nicht. Wir sind schon dabei. Frank, dieser Zug transportiert 130.000 Liter toxischer Chemikalien. Die Situation ist gefährlich. Viele Menschenleben stehen auf dem Spiel. Sie haben gesagt, Arklow wird evakuiert. Runter vom Gleis! Gerade heute ist es etwas Besonderes, wenn Leute ihr Leben für andere aufs Spiel setzen. Wir reden hier nicht nur über einen Zug. Wir reden über eine Bombe. So groß wie das Chrysler Building. Wir haben den Zug das Beast getauft. Er ist quasi die dritte Figur im Film. Und das Beast ist ausgebrochen. Und jetzt läuft er tatsächlich über die Dächer der Getreidewaggons nach vorne. Super, Frank. Weiter so, Frank. Bei 80 Sachen renne ich auf dem Dach eines fahrenden Zuges herum. Hey, und das bin wirklich ich da oben. Alles in Ordnung? Ganz ruhig. Ja. Ruhig, ruhig. Du bleibst mit der Bremse auf 4. Auf 4. Vielleicht musst du zwischendurch mal Gas geben. Halte sie auf 4. Hey, werd jetzt nicht sentimental, ja? Sonst denke ich noch, dass ich draufgehe. Bleib einfach auf 4. Hochqualitatives Actionkino ist garantiert, wenn Tony Scott und Denzel Washington zusammenarbeiten. Im Fall von Unstoppable ließ sich Scott von wahren Ereignissen um einen führerlosen Güterzug in Ohio inspirieren und setzte deswegen auch auf reale Sets statt Tricktechnik. Logistisch war es bisher meine größte Herausforderung. Denn wir erzählen eine Geschichte über Menschen in einer Umgebung, die sich rasend schnell fortbewegt. Frank! Ja, ich höre dich! Ich höre dich! Wir haben gerade die Bremse verloren! Es ist ein kontrolliertes Chaos. Und darin ist Tony ein absoluter Meister. Fuller Yard. Hier ist 1206. Wir passieren Abschnitt 5-2. 1206, wieso sind Sie noch auf dem Hauptgleis? Wir müssen wissen, wo sich euer Zug jetzt befindet. Er passiert gerade Streckenabschnitt 47. Sag Gavin, dass sich auf dem Hauptgleis zwei unserer Männer auf Kollisionskurs befinden. Zu Beginn bist du noch ganz entspannt. Aber spätestens nach 5 Minuten hat dich die Spannung auf die Sitzkante befördert. Und das mehr als bei jedem anderen Film, den ich in meinem Leben gemacht habe. Oh Gott. Deinetwegen werden wir draufgehen. Hey! Es ist gewaltig. Man kann die Gefahr dieser Maschine förmlich spüren. Ja! Es ist eine große Story, so unaufhaltsam wie der Zug. Man kann sich hier nicht entziehen. Es ist einfach ein guter, angsteinflößender Trip. Keine Lust auf Fantasy? Kein Problem. Dieser Actionkracher bietet Helden des Alltags statt Zauberei und sucht in puncto Speed und Spannung seinesgleichen. Unstoppable, außer Kontrolle. Schließ die Augen, wenn du willst. Du hast echt ein Talent dafür, Vertrauen zu erwecken.